Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elix. Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Die Macht der Mitte, okay. Okay. Ach. Was ist denn die Macht der Mitte? Wie ich es nennen soll, doch es könnte mir bei meinen Unternehmungen ein Stützpunkt. Wo? Da. Gehen wir da doch mal hin. Ich wünschte, mein Bruder könnte die Kuppel hier sehen. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist da passiert? Das sind doch alles Feinde. Die ganzen. Oh oh. So nicht, Freundchen. Ich muss gucken, was hier los ist. Oh mein Gott, was ist passiert? Was haben die hier gemacht? Nein! Die sind alle tot. Oh mein Gott, lag das an meiner Entscheidung? Was habe ich falsch gemacht? Oder eher gesagt, was habe ich gemacht? Das war vorhin noch alles in Ordnung, als ich mit Kaya hier unterwegs war zu ihrem Elix-Ding da. Und nun ist ja alles... Gott. Was habe ich nur getan? Ich habe gerade so dermaßen schlechtes Gewissen, ey. Scheiße. Oh mein Gott, das lag mit Sicherheit an meiner... Oh. Das Biest kaufe ich mir. Ach nein, du solltest keinen Trank trinken, solltest das Schwert wieder wegpacken. Ich habe den Trank getrunken, Idiot, ey. Oh Mann. Schlechte Gewissen, ey. Krass. Oh Gott. Ihr seid beide böse. Oh mein Gott. Ja, mach du mal. Ich laufe in der Zeit schon mal. Ah, da hinten.
Ich sehe dort eine kleine Burg. Mein Gott. Voll das gefährliche Land hier, ey. Gibt's hier einen Eingang? Wenn nicht, nehme ich den direkten Weg. Gar nicht so übel hier, oder? Boah. Huchala. Das ist wohl so gewollt. Was ist jetzt hier? Hallo? Okay. Sein Teleport. Oh mein Gott, die Kuppelstadt, ey. Boah, ich hab dermaßen schlechtes Gewissen. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd. Geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Du weißt, wer ich bin? Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Big Daddy? Habe ich das schon mal gehört, den Namen? Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst.
Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Okay, cool. Alle tot. Alle tot. Jetzt sag mal ehrlich, Big Daddy, hab ich schon mal gehört. Ach, hör doch auf. Hm. Ja, wieso nicht? Nee, der Big Bang. Ist das dein Ernst? Ist er wirklich selbst dran schuld? Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Meinst du? Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Was? Steck die Waffe weg. Echt jetzt? Willst wohl doch keinen Ärger, was? Was willst du denn noch? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Es reicht jetzt. Konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, als uns gegenseitig aufzureiben. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen.
Ach so, guck mal hier, wen habe ich denn da alles? Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Den auf jeden Fall, weil der ist mir sehr treu. Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Sehr gut. Die Berserker verstehen es, sich gegen die Alps zu wehren. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Hast du noch jemanden? Ray, ein ausgekochter Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Ja, wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager, aber meinetwegen. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Starke Kampfmagierin. Die Befestigungen des Lagers müssen halten. Wie er das gesagt hat, sie ist eine starke Kampfmagierin. Er hat sie voll gelobt. Hey, du! Was glaubst du, wo du da hingehst? Das hier ist Sperrgebiet und du hast hier nichts verloren, Mann. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen, oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Warum erledigst du sie nicht einfach? Wenn ich könnte, würde ich das sofort machen, Mann. Aber es sind schon so viele. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben. Okay? Du gehst und ich warte hier. Du gehst? Und ich warte hier. Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege. Ich kann hier nicht weg. Ich hab den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen. Verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon. Und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Kranke Veranstaltung. Tja. Ah, wollen wir mal. Huch! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Kann ich den auch mal irgendwie mal mein Schwert ziehen?
Ich mach das! Verdammtes Biest! Ach, mein Gott! Ich muss da hinten noch was erledigen, kann die Waffe nicht wegmachen. Na, kommt er? Gemeinsam packen wir das. Da. Zwei noch. Da hinten sind noch zwei. Okay, sie kommen. Du verdammtes Biest! Einen habe ich verloren unterwegs, glaube ich. Es kam mir nur einer hinterhergerannt. Das Biest kaufe ich mir. Du verdammtes Biest. Huchala. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen. Wieso? Sind alle weg? Ja. Ich denke schon. Wow, Mann. Da kann ich ja heute früher Feierabend machen. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ich hau ab zurück ins Lager. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Ich sammle erstmal hier noch. Und da vorne ist nur einer. So, jetzt habe ich noch einen. Uhala. Dann wird gleich so ein Vieh mitgeschleppt. Sieht eigentlich hier aus wie bei den Berserkern, aber hier ist so richtig kuntermunter Mischung. Oh. Na, mein Junge. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Da, Schakale, ich hasse diese Biester. Ja, so, die sind doch voll süß. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Ah, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Ei, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der vierten Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten.
Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha! Das ist dein Ernst, nicht wahr? Ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Oder vielleicht dich selbst? Ist ja nett, mit dir zu plaudern. Ach, er ist aber auch süß. Der tut den hier auch allen nichts. Das ist voll cool. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Da ist noch etwas, richtig? Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon ein Stein im Brett, denke ich. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten.
Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Gut gemacht. Noch etwas? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Bring mir etwas bei. Sicher! Sicher! Was hast du denn da? Gewissenheit, Geisterheit, erfahrener Jäger, Bücherwurm. Ich glaube, ich muss mal demnächst ein bisschen was in Intelligenz reinpacken. Der große Turm. Ach, da. Mein Heim. Sehr schön. Okay, damit verabschiede ich mich jetzt auch und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.